drawing pictures. So, hallo. Heute ist so ein Tag, ich kann nicht aufhören. Es ist noch der gleiche Tag, an dem wir in Forgotten diesen 2-Stunden-Run hatten. Mit allem. Und mir fehlt noch Mother mit ihm. Und ich will jetzt Mother mit ihm machen. Und dann ist gut. Wenn ich jetzt noch Mother mit ihm versucht habe, dann ist gut. Dann bin ich zufrieden. Dann ist einfach Feierabend. Weil dann ist auch Bett. Also wirklich. Dann ist richtig spät. Ich muss das jetzt noch probieren. Wenn es schief geht, okay, ich hatte heute genug Erfolge. Dann lebe ich damit. Ich hatte heute genug Erfolge. Aber ich muss jetzt noch. Oha. Bitte, liebe Truhen, gib mir Schlüssel zurück. Schillig. Auch chillig. Und was mir aufgefallen ist, Mega Satan ist eigentlich gar kein so Zwang, den mit allen Charakteren zu spielen, wenn man nicht auf die ganz großen Achievements gehen will, weil der Kampf selbst bringt nur Koop-Babys. Also der ist eigentlich gar nicht. Aber er ist ganz gut, wenn man nach Delirium gehen möchte nachher. Nach Void. Also zu Delirium. Ich wollte gerade sagen, irgendwas sagt mir, dass ich hier nicht sprengen muss. Und ja, klar, ich muss nicht sprengen. Studfinder. Was machst du denn? Studfinder, was machst du denn da? So. Higher chance to find crawl spaces when exploding rocks. Oh, okay. Dafür muss ich aber dann Rocks explodieren lassen. Na gut, dann kann man ja einmal eine Bombe setzen. Ah, ich sehe da was. Nice. Aber ich werde doch jetzt. Ich fange jetzt doch nicht an, random Rocks zu zerstören. Ich meine, die Chance ist jetzt höher, so einen Crawl Space zu finden. Aber deswegen fange ich doch jetzt nicht an, wild irgendwelche Rocks zu zerstören, oder? Hm. Ja, lol. Den habe ich jetzt ein bisschen zu spät bekommen. Den hätte ich mir mal eher schnappen sollen. Na gut, dann ist das so. Ich wollte eigentlich mein rotes Herz noch auffüllen. Aber das hat sich jetzt nicht ergeben. Und es gibt hier scheinbar keinen Stachelraum. Okay, dann ist das so. So, aber dann kommen wir jetzt immerhin mit unserem letzten Schlüssel nach Downpour. Oder Dross. Dross wäre mir lieber. Weil Dross ist immer so schön winzig. Ja, komm doch. Komm doch. Komm, versuch's. Ja, komm. Oh, shit. Tschüss. Ah, es hätte schief gehen können. Es hätte schief gehen können. Noch ein Schlüssel. Sehr schön. So. Zack. Einfach durch hier. Einfach durch hier. Okay. Höhere Chance auf Crawl Spaces. Das Trinket würde ich gerne in eine Weile behalten. Ja, es ist Dross. Sehr schön. Dross ist schon mal deutlich... deutlich angenehmer.
Alles klar. Da ist die Auswahl nicht schwierig. Und der Dice Room kann mich mal. So. Wir haben eigentlich genug Bomben. Wir müssen nur kurz kontrollieren, ob hier... Ja, es wäre möglich. Es wäre sehr gut möglich. Es wäre sehr, sehr gut möglich. Neuer Schlüssel ist sehr wichtig. Shop mit 5 Münzen ist jetzt weniger mein Ding. Aber wir werden mal probieren. Hier, ich muss nur jetzt aufpassen, wenn ich sprenge, dass ich weit... Okay. Dass ich weit weggehe, weil die Sprengung durchaus unangenehm werden kann. Shit, ich hatte noch Bedenken. Ich werde mal hier sprengen, dann nehme ich das Feuer mit. Schade. Ja, zu viele Bomben wollen wir jetzt auch nicht verschwenden. Dann wird der Geheimraum vermutlich... Ach, das ist doch ärgerlich. Komme ich da ran ohne? Nee, ich traue mich nicht. An sowas traue ich mich immer nicht ran. So, hier ist der Bossraum. Lasst mich kurz nochmal die Räume durchchecken. Von hier aus würde es gehen. Ja. Dann ist ziemlich sicher hier der Geheimraum. Yes. Könnte ein guter Geheimraum sein. Sehr schön. Dann werden wir jetzt hier versuchen noch zu sprengen, sodass in alle Richtungen... Ja, cool. Da kam doch auch schon das raus, was bei rauskommen soll. Sehr schön. Macht gar nicht erst irgendeine Faxen. Sehr gut. Jetzt haben wir doch schon 7 Münzen zusammen. Dann würde ich fast sagen, wir gehen trotzdem in den Shop. Denn alleine die Möglichkeit, dass da Dings drin sein könnte... ist es halt schon wert. Scheiße. Das ist hier so einer. Wir machen erstmal Boss. Ich hab's mir anders überlegt. Oha. Ich kenne dich gar nicht so richtig. Aua. Was? Okay. Dich kenne ich halt wirklich überhaupt nicht. Hilfe. Bleibt der einfach in der Mitte, ja? Okay, interesting. Äußerst interesting. Meine Frage ist jetzt... Ja, doch. Ja, doch. Das sollte es wert sein. So, wir gucken mal, ob es schon reicht. Das ging besser als gedacht. Da haben wir sogar immer noch 7 Münzen. Wir können immer noch in den Shop gucken. Ja, komm. Let's try it.
Okay. Ich meine, ich hab das dann. Wenn der natürlich immer nur eine Münze raushaut. So, wie ist denn das jetzt? Ich glaube, noch ein halbes Herz kann ich nicht riskieren, ne? Dann wird's kritisch. Ich hau jetzt mal das Sun rein. Auch ich weiß, dass das dumm ist. Aber ich will dieses. Oh, wait. Komm auch so an das Options ran jetzt mittlerweile. Ich kann ja einfach was raussprengen hier. Oh shit, oh shit, oh shit. Okay. So, dann füllen wir uns wieder ein bisschen auf, dass das hier nicht schief geht, alles. Okay. Und dann jagen wir den Kollegen noch in die Luft und holen uns die restlichen Herzen. Und dann habe ich das dann noch. Dann habe ich das. Ah! War kein Herz rausgekommen, schade. Und dann habe ich das dann noch nicht verschwendet. Okay. Ich denke, so kann man das doch anbieten. So, nächste Ebene wichtig. Lost zu werden. Und es ist ein Darkness-Scheiß-Dreck. Ich will nicht, dass das ein Darkness-Scheiß. Oh Gott, jetzt wird's kritisch. Immerhin. Immerhin, haben wir insgesamt was gewonnen dabei. Das passt schon. So, wir haben jetzt ja auch die Map. Die Blue Map, deswegen sehen wir den einen Geheimraum sehen wir. Oh lol. Oh lol. Ich habe ein bisschen Angst hier zu sprengen. Weil das Ding ist, ich spreng die Maschine vielleicht in die Luft und das will ich eigentlich gar nicht unbedingt. Das machen wir doch mal fix so. Bekannte Pille, was kann schon schief gehen? So, jetzt können wir aber hier sprengen. Sehr wichtig. Der war sehr wichtig. Okay, alles andere lassen wir jetzt erstmal hier. So, wie es ist. Gut. Ah, da, nee, sind. Ich bin dumm. Es werden alle Geheimräume angezeigt. Da drüben ist noch einer. Ich bin dumm. Alles gut. Okay, hier ist... Scheiße! Da hat es mein Knochenherz weggezogen. Das ist leider... Oh, lol, der... Oh, lol! Das ist ja auch mal lustig. Ach so, aber ich muss ja vom Spiegel zum Itemraum kommen, nicht umgekehrt. Ach ja... Ich muss ja vom Spiegel zum Itemraum, nicht vom Feuer. Ja, toll, jetzt ist das Knochenherz. Ah, es ist doch schon wieder Kacke. Oh, und ich brauche vor allem... oh nein! Ich weiß, ihr mögt den D6, ich mag ihn halt deswegen nicht. Weil er so viele Möglichkeiten bietet. Der überfordert mich immer. Und ich brauche Bomben. Ich habe komplett vergessen, shit, dass ich Bomben brauche, um Dings zu öffnen. Da ist, okay, hier ist der Spiegel dann. Ich habe jetzt leider, oh nein, ich habe ein Problem. Ich habe keine Bomben. Wobei ich erst theoretisch... Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Theoretisch brauche ich erst Bomben.
Kann ich jetzt eigentlich mich hier auch trennen? Oh lol. Ja, aber theoretisch brauche ich erst Bomben. Für die zweite, also für die zweite Minenebene. Ich könnte eigentlich die erste Dings normal spielen. Und dann von dem aus weitergehen. Also eigentlich muss ich gar nicht jetzt unbedingt sofort die Dings finden. Nochmal Bad Gas. Mal meine Sun wieder. Ist jetzt hier nochmal der Geheimraum? Aber ich kann es nicht, Ich glaube, der wär jetzt irrelevant wahrscheinlich, ne? Ich glaube, der wäre jetzt komplett irrelevant. So. Damit haben wir das. Zurück zum Spiegel. So. Damit haben wir das schon mal gemacht. Na gut. Oh je. Ich weiß nicht, ob das so gut geht als Knochentyp. Weil das halt auch wieder so ein Boss ist, an den ich überhaupt nicht gescheit rankomme. Ja. Nevermind. Okay, die Pyjamas bringen mir jetzt gar nicht mehr so viel, weil, ne? Ich habe schon 5 blaue Herzen, dann nehme ich den Kollegen hier mit. Gut, jetzt hoffe ich, mit einer Bombe kriege ich beides auf. Ich hoffe, es funktioniert. Theoretisch müssen die ja nochmal... Ja, perfekt. Müssen die zweite Explosion auslösen. Ach, ich hätte rerollen können. Ups. Seht ihr, das meine ich. Ich mache so viel falsch, wenn ich diesen... Ah. D6 ist für mich immer so ein Stress-Item. Das ist so ein richtiges Stress-Item. So, du hast so viele Möglichkeiten und wenn du es vergisst, ist auch Kacke. Das ist D6. Und vor allem, egal wann ich den D6 aufgegeben habe in meinen Let's Plays, ihr habt immer geschrieben, nee, das war jetzt falsch. Hier hätte ich den noch nicht aufgegeben. Da hätte ich das Item hätte ich nicht mitgenommen. Aber irgendwann muss man ihn doch aufgeben. Mano. Okay, dann nehmen wir die blauen Herzen weg. Weil im Moment liegt noch kein rotes draußen und ich habe keine Lust, noch mehr Knochen zu verlieren. Oh boy! Okay, Speed up. Reicht nicht. So. Haben wir eigentlich mittlerweile... Ah, wir haben schon... Ja, okay, wir haben schon stärkere Schüsse. Sieht doch ganz gut... Ah, wir haben keine Bombe, okay. Wollte gerade sagen, sieht doch ganz... Oh, boy. Was machst du denn? Ah, der Shop ist am Geheimraum dran. Jung! Mach nicht so einen Kack hier.
Bombe. Dann erstmal Geheimraum. Geh aber eh in den Shop. Vielleicht ist im Shop hier irgendwas, was den Geheimraum auch so öffnet. Okay, da ist schon mal nix. Das nehmen wir gleich. Aber hier kann ich zumindest die Bombe so setzen, dass ich noch Münzen dabei rausbekomme. Und was auch immer wir später für ein Spaceball-Item mal haben werden, das Ding mitnehmen kann auch nie verkehrt sein. Ach du Scheiße. Können wir das wieder rückgängig? Oh no. Lemon Party. Ich hasse es, wenn das passiert. Da habe ich gar keinen Schlüssel mehr. Das ist jetzt nicht so cool. Wishbone, war das nicht so? Irgendwann geht's kaputt und wird zu einem Item, wenn ich getroffen werde oder sowas. Ja, genau. Random Pedestal Item. Aber es ist halt eine sehr geringe Chance. Weiß nicht, was ich lieber mitnehmen will. Wir nehmen mal ihn hier mit. Junge. Bitte schieß mich nicht ab. Nochmal Lemon Party kannst du behalten. Okay, wir müssen ganz dringend noch den Itemraum finden. Aber ich habe keinen Schlüssel. Den hat mir ja gerade die blöde Pille geklaut. Krieg ich auch noch. Okay. Okay, jetzt hat sich die Lage gerade ein bisschen geändert. Wir sprengen einmal alle Felsen, die wir finden können. Denn mit dem Item, was wir haben, haben wir die Chance, dass da Crawl Spaces rauskommen. Dann werden wir das natürlich alle ausprobieren. Da ist ein Crawl Space. Sehr nice. Bitte bring mir was Gescheites. Oh. Ach so, aber ich kann es ja rerollen. Das sind die Bouncing Tears. Was hat denn das mit meinem Knochen für einen... Ach so, aber... Aber... Mein Geist hat das dann ja, ne? Ich würde Rubber Cement würde ich schon mitnehmen, bin ich ganz ehrlich. Das würde ich nicht nochmal rerollen. Hä? Macht das eigentlich den Knochen auch entsprechend bouncy? Weiß ich gar nicht. Ich weiß nicht, warum ich gerade was freigeschaltet habe, aber mir soll es recht sein. Ne? So, macht das mein Knochen auch bouncy? Nein, okay. Aber, also ich weiß jetzt nicht, warum ich was, woher das kam. Aber ich habe was freigeschaltet. Wie gesagt, mir soll es recht sein. Ich weiß nicht ganz wieso. Aber ist so. Stelle ich mir wieder die Frage, ich glaube, man kann nicht zwei verschiedene Crawl Spaces in einer Ebene haben, ne? Ich glaube, das geht nicht. Wäre mir neu, aber wir müssen auf jeden Fall noch die ganzen Pilze sprengen. So viel Zeit muss sein.
Wir haben immer noch nicht den Itemraum gefunden, sehe ich richtig, ne? Ja, 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 sehe ich richtig. Okay. Hier waren auch noch... Oh, da war ja sogar so einer, habe ich gar nicht gesehen. Ja, lol. Habe ich gar nicht realisiert, dass hier so einer war. Alles klar. Shish. Aber da ich mir nicht sicher bin, spreng ich trotzdem alles. Das wird doch schon wieder was zum Rerollen. Sollten wir nochmal eine Aufladung bekommen, würde ich den Kollegen rerollen. Aber erstmal einsammeln. Oh boy, jetzt auch noch ein Dingsraum. Das war knapp. Also an der Range müssen wir noch arbeiten, aber sonst passt es eigentlich ganz gut, was hier passiert. Cool machst du das. Okay. Ich glaube, das waren alle Räume. Das heißt, wir werden keine Rerollen mehr bekommen. So, was ist denn dieses lustige Ei da? Das gucken wir uns doch mal an, was dieses Ei da macht. Ich tippe mal Egg ein und guck mal, ob es wirklich was mit einem Egg zu tun hat. Tatsächlich. Mystery Egg. Familiar which follows Isaac and upon taking damage will spawn a charmed enemy that will fight for you. When the charmed enemy is spawned, the egg will crack but regenerate in the next room. Aha. Aha. Klingt für mich eigentlich nach einem Reroll-Kandidaten. Aber ich habe halt keine Möglichkeit mehr zu rerollen. So richtig. Hm. Und ich habe ja schon die Bombe zum Rerollen, also jetzt nehmen wir das einmal mit. Auch weil ich es noch nie eingesammelt habe. Man muss ja jedes Item mal eingesammelt haben auch. Und sprengen hier lustig weiter. Obwohl ich eigentlich weiß, dass ich keinen zweiten Call Space bekommen kann. Aber da ich mir nicht hundertprozentig sicher bin, sprengen wir einfach weiter. Tut mir leid. Es tut mir wirklich leid. So. Aber ich glaube, damit haben wir jetzt auch alle Räume gesehen. Ja, scheiße. Ich krieg keinen Reroll mehr. Doch, ich krieg einen Reroll. Das ist zwar übelst dumm, aber ich krieg einen Reroll, weil ich kann hier durchgehen. Hier ist ein halbes Herz. Und ich gehe mit ihm hier zurück. Hab's aufgeladen und kann mir hier mein blaues Herz zurückholen. Und damit habe ich meinen Reroll. Und kann gucken, was jetzt hier raus wird. Cool. Es ist sehr viel besser geworden. Ach ja, dann nicht. Ah, ich sammle es kurz ein, dass es aus dem Pool raus ist.
Jetzt werdet ihr wahrscheinlich sagen, ich hätte auf den Boss Reroll warten sollen und nicht hier rerollen, ne? Ich glaube, der. Wahrscheinlich war der Pool hier nicht gut. War das komplett random oder musste es so ein Explosions-Item sein, weil es von einem Explosions-Typen-Champion rausgekommen? Wahrscheinlich war das der Grund. So, jetzt nehmen wir aber den Kollegen wieder mit, denn wenn wir getroffen werden, möchte ich ganz gerne ein Pedestal-Item bekommen. Okay. Oha. Wie haben die funktioniert? Ich hab's vergessen. Ach, so haben die funktioniert. Eieiei. Scheiße. Was? Brimstone. Also, es sind Dinge passiert. Ich weiß nicht, warum und was für Dinge. Aber es sind Dinge passiert. Hä, was habe ich denn jetzt wieder? Was habe ich? Ich habe irgendwas freigeschaltet. Ich weiß nicht, warum. Aber es soll mir sehr recht sein. Es soll mir sehr, sehr recht sein, was immer ich gerade freigeschaltet habe. Es soll mir sehr, sehr recht sein, tatsächlich. Wow. Das Ei hat ja gerade richtig krasse Dienste mir erwiesen. Mensch. Du machst es gut. Mach ruhig so weiter. Sehr gut. Okay, HP-technisch läuft's gut, muss ich sagen. Haben wir irgendwas vergessen? Nein, ich würde sagen, so wie wir jetzt sind, gehen wir weiter. Ich finde es halt nicht gut, dass wir gar keinen Schlüssel haben. Aber hey. Okay. Gucken wir mal, wohin uns die Reise führt. Ash Pit 2. Ich betone Ash Pit. Nicht Ash Pit oder irgendwas anderes, was ich manchmal gesagt habe. Ash Pit. So und nicht anders heißt das Ding. Ach so, ich habe ja mein Crawl Space Item gar nicht mehr. Yo, chillt. Okay. So, wir haben schon wieder einen aufgeladenen Cube. Das heißt, sobald wir einen Itemraum finden, können wir den Dice einsetzen. Und ich sehe einen blauen Stein, der sich auch schon in Luft aufgelöst hat. Sehr angenehm. Und mehr Bomben, auch sehr angenehm. Und ein Geheimraum, auch sehr angenehm. Leicht angenehm, wir wissen es noch nicht. Okay, vorsichtig, da können überall Bomben rauskommen. Genau. Okay. Sehr gut zu wissen, dass die hier sind. Gegner, wo sind sie? Da waren sie. Mehr Bomben. Ey, bisher kein Item. Das ist frech. Wow. Ich meine, es ist immerhin eine gute Möglichkeit, um blaue Herzen zurückzuholen. Sollten wir sie verlieren? Also schlecht ist es garantiert nicht.
Der Gift-Effekt ist auch nice, weil der so ein bisschen hier den Rest erledigt dann. So, ist nochmal eine normale Truhe. Kann ich einfach öffnen, ne? Genau, kein komischer roter Effekt drunter. Okay, ich gucke ganz kurz nach, was die Blümchen machen. Habe ich, glaube ich, auch schon 3 Millionen Mal gemacht. Aber ihr kennt mich. Ich kann es mir nicht merken. Ich glaube, es sind die Hyazinthen. Ist die Hyazinthe? Bist du die Hyazinthe oder wie du heißt? Wo sind denn die? Ist das ein Repentance Trinket? Das ist ein Repentance Trinket. Nee, Miosotis. Ja, fast. Pickups left on current floor will appear in the starting room on the next floor up to a maximum of 4 pickups. Ah, okay. Das ist eigentlich ganz witzig. Das heißt, wenn im Bossraum irgendwas liegt, kann ich es mitnehmen. Okay, dann tragen wir jetzt erstmal den Knochen weiter mit uns rum. Sollte aber die Situation entstehen, dass wir Scheiße. Wäre sehr wichtig, den wieder zu bekommen. Kollege, mach dich weg. Sollte die Situation entstehen, ach, hier ist das. Da will ich noch nicht hin. Kann ich aber auch noch gar nicht. Was? Boah, wie wollte ich denn den Satz vervollständigen? Egal. Ich bin broken gerade. Ich will einfach nur einen Itemraum. Kann ich bitte Itemraum? Sheesh. Okay, damit ist dann doch ein Shop-Besuch. Ein kleines Muss. Nisha wird nicht nochmal eingesetzt. Das wäre ziemlich dumm. Hermit haben wir hier. Und dann haben wir noch eine andere Karte. Und zwar Magician, okay. Ich will meine Sun weiter mitnehmen. Und alles ist cool. Man muss doch hier jetzt, ich wollte gerade sagen, er muss doch jetzt irgendwo langsam mal der Itemraum kommen. Oha, richtig viel Geld. Jo. Da ist die Entscheidung nicht sonderlich schwierig. Das ist auch kein Reroll. Das ist auch kein Reroll. Weiß, das hebt mir meine Tiersrate böse runter, aber die kriege ich auch wieder hoch. Ah, da ist der letzte Schalter. Ach, das ist meiner. So, damit ist auch der Weg offen zum Messer. Sehr wichtig. Regeneration hat gewirkt. Der Raum ist einfach so da, okay. Nichts, was hier noch relevant wäre. Ich würde gerne erst Boss machen. Ich muss nur dran denken, noch das Messer dann zu holen. Aber ich habe halt ein bisschen Bedenken, dass ich jetzt beim Messer holen Rotherzschaden nehme. Beziehungsweise den Knochenherz verliere.
Also will ich vorher den Boss machen. Zweck Stilchancen und so. Wisst ihr Bescheid. Hä? Sag mal, was... Wofür? Ich meine, ich freue mich, aber wofür? Und wer ist das? Ich kenne den nicht. Ist das vielleicht, weil man jetzt alle Bosse mal gesehen hat? Ich kenne den halt echt überhaupt nicht. Was kann der? Viel, offenbar. Und die Dinger rollen durch die Gegend. Ah ja. Das war ja sehr interessant. Ist das... Eigentlich würde ich es nicht rerollen, aber es könnte halt besser werden. Das ist das Ding. Ist das HP ab jetzt besser? Ich würde schon sagen, ja. Ich würde in dem Fall schon sagen, ja. Okay. Holen wir uns ein Messer und dann Abflug. Und dann Abflug. Alter, wir sind schon wieder eine Dreiviertelstunde in dem One. Was mache ich denn immer die ganze Zeit? Oh, Junge! Oh, Junge! Wir holen uns noch ein Boss-Item. Oder gibt es hier... Wait. Wenn ich in den... in den Raum hier reingehe, dann ist es doch... Ich glaube, das ist das... Ich glaube, das gibt mir den besseren Pool. Oh, shit. Das habe ich zu bald genommen. Es war ein super gutes Item, aber ich habe es viel zu bald genommen. Aber ich meine, vielleicht verliere ich keine Herzen mehr. Ich habe gedacht, das war ein Damage-Up. Fuck. So passiert mir sowas immer. Ich habe gedacht, das ist ein Damage-Up. Das war ja komplett lost. So, Abflug. Das Ding ist halt, man kann hier nicht vorbereiten, ne? Weil die Sachen, die ja dann im Weg sind, die sind ja erst dann im Weg und nicht vor... Ah, ich habe ja sowieso alles verloren, habe ich schon wieder vergessen. Stimmt, man verliert ja alles. Richtig. Ich habe ja alles verloren. Stimmt. Und vor allem als Geist kann ich nicht sonderlich viel... Ich kann ausweichen als Geist. Das kann ich tun. Vielleicht nützt mir das irgendwie was. Oh lol. So, lass mich hier raus. Lass mich hier raus! Das meinte ich. Ich kann gut ausweichen. Manchmal. Okay, das Ausweichen ist gar nicht mal so dumm. Hör doch auf, da drüber zu werfen. Ach so, ich sehe gerade, ich kann ganz woanders hin. Ich kann hier auch durch. Scheiße. Ich muss da durch. Fuck. Nein, jetzt bin ich in die... Ach so, ein Müll.
Ja gut, es hätte schlimmer sein können. Hätte schlimmer sein können. Aber es war auch nicht gerade die Glanzleistung schlecht. So, aber die blauen Herzen kriege ich immerhin wieder. Ein rotes Herz kriege ich nicht wieder, aber ist okay. Damit kann ich leben. So. Ach, nee, 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 wir müssen ja hier lang. Oh, shit. Okay, wait. Wenn ich das jetzt mit ihm mache, geht es dann auch? Habe ich noch? Ich habe noch ein blaues Herz, na ja. Ja, das geht sogar. Aber noch ein blaues Herz habe ich nicht. Das heißt, das andere machen wir so. Okay, okay, die Tür ist offen. Dann checken wir uns ganz kurz unser blaues Herz hier wieder. Und war im Shop ein rotes? War im Shop zufällig noch ein rotes Herz? Fragezeichen. Müssten wir noch ganz kurz eruieren. Nö. Okay. Aber wir haben so viel Kohle. So viel Bomben. Dann können wir auch hier... Ja, ja, nice, nice, nice. Wollte gerade sagen, dann können wir auch hier einmal sprengen. Und uns sogar die Bombe wieder zurückholen. Gut, ja, aber das war es herzenstechnisch. Mehr kriege ich nicht zusammen. Okay, das Rote müsste ich nach Möglichkeit wieder auffüllen. Das Rote müsste ich nach Möglichkeit wieder auffüllen. Aber ansonsten... Ah, ich habe ja Regeneration. Ich vergesse das immer wieder. Wie kann man Regeneration eigentlich immer vergessen? Das ist so... Sollte eigentlich nicht passieren, ne? Okay. Jetzt haben wir zwei Ebenen Gehenna. Uff. Uff, was? Oha, ich war noch nie in dem Challenge-Raum, aber das ist mit damit. Ich habe aber nur zwei Schlüssel. Ich hoffe, da kommen Schlüssel mit raus. Bruder, was machst du denn da? Eieiei. Aua. Okay, du kannst sowas. Verstehe ich. Tut aber weh. So, können wir bitte einen Schlüssel irgendwo rausholen? Das ist auch ganz cool, aber nichts, was ich jetzt schon habe. Ah, nee, ich brauche Schlüssel. Ich brauche dringend Schlüssel für die Ebenen. Mehr Schlüssel vor allem brauche ich. Ich brauche dringend mehr Schlüssel. Wow, 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 wow. Ein Treffer. Und mein Knochenherz ist wieder weg. Das will ich nicht. Da ist Dings, da ist Dings. Das wird gleich wehtun. Aber scheinbar nicht mir. Oh boy. Oha. Schlüssel. Wir gehen erst in die Arcade. Und erhoffen uns mehr Schlüssel. Spiel mal bis 15. Okay, okay, okay. Dann gehen wir jetzt erstmal zurück, geben den einen Schlüssel an die Kiste ab und hoffen, dass diesmal Schlüssel rauskommen aus der Kiste. Gutes Item, aber ich wollte einen Schlüssel. Gut, dann gehen wir mal hoch. Scheiße. Okay. Ah, da ist der zweite. Okay, sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, letzte Kiste.
Wow. Also das war insgesamt nicht so erfolgreich. Der Challenge-Raum. Aber es war jetzt auch keine Mega-Katastrophe. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist doch der Brimstone-Heinz, der jetzt da... So ein Bekloppter. Durch die Gegend saust. Endlich. Ich wollte gerade sagen, wir können schon die ganze Zeit rerollen. Wir finden einfach nichts zum Rerollen. Aber da ist mein Itemraum. Das ist Leo. Das ist Leo. Das ist Leo. Ist Leo noch ein Slowdown zusätzlich? Ich werd größer. Größer ist nicht gut. Mm-mm. Das ist nicht so meins. Ich würde es rerollen und hoffen, dass was Besseres rauskommt. Please? Die ist weiß. Ist das die normale Attack Fly? Also auf jeden Fall ist es eine Fly. Lost Fly. Familiar fly that moves in a straight line and attaches itself to the first obstacle or wall it comes in contact. Klingt jetzt nicht so geil. Da würde ich versuchen nochmal zu rerollen. Das klingt jetzt nicht so fabelhaft. Muss ich leider zugeben. Mal schauen, wie viele Räume wir hier noch bekommen. Da muss ich den ganzen Weg dann immer wieder laufen. Na gut. Ich muss nur den hier drücken, dann ist alles vorbei. Weil die anderen Schalter, die sorgen nur dafür, dass die Wege zu dem anderen Ding offen sind. Aber ich muss durch den Raum trotzdem durch. Scheiße! Und das meinte ich. Hätte man nicht mal machen müssen. Please don't hit me, guy. Okay, hier geht's nicht weiter. Cooler Raum. Oh je. Okay, Abflug. Nix wie raus da. Sehr schön. Schön ist, die kriegen mich da nicht, aber ich krieg sie. Sehr, oh Gott, bin ich gerade, oh mein Gott, bin ich gerade erschrocken, aber es war mein Kollege. Shish! Kannst du doch nicht bringen, sowas. Oha. Ey, ich habe kein Glück mit roten Truhen heute. Du kannst bleiben, wo du bist. Du kannst auch bleiben, wo du bist. Na gut, das war nix. Wir erhöhen noch kurz die Devil, die Chance auf Deal. Und dann würde ich sagen, starten wir dem Shop einen Besuch ab. Und zwar so, dass wir uns durchsprengen. Ich komme nämlich mit einem Schlüssel nicht rein. Aha. Kompass. Ganz ehrlich.
Ach komm, warum nicht? Wir kommen nachher noch größere Ebenen. So schlecht ist der Kompass jetzt nicht für die Situation. Sind wir mal ehrlich. Sind wir mal ganz ehrlich, so schlecht ist der Kompass jetzt nicht für diese Lage. Ist schon keine Fehlinvestition. Mamma mia! So, und jetzt müssen wir wieder zurück in den Itemraum. Es tut mir leid. Es wird jetzt leider immer ein Hin- und Hergerenne. Weil, was soll ich tun? Wenn er aufgeladen ist, ist er aufgeladen. Aber ich bin ganz ehrlich, ich werde gleich die Glühbirne mitnehmen. Weil meistens ist er aufgeladen, wenn wir nicht gerade was rerollen, dann ist er immer aufgeladen. Das heißt, die meiste Zeit ist es brauchbar. Oh, ich will nicht immer hin und her. Ich nehme jetzt das Fragezeichen-Item und dann ab dafür. Das Lustige ist, ich kann die jetzt gar nicht steuern, oder was? Oder ist das die... Ah, das ist seine Träne. Das ist dann seine Träne. Ja, okay, als Geist, die Träne ist auch interessant. Aber das Lustige ist, dass die jetzt vor allem immer dabei ist. Und ich kann sie durch die Gegend schicken, indem ich dagegen haue. Kann ich die auch so? Nein, so nicht, aber so. Yo, das ist voll die interessante Kombination. Ich kann jetzt mit der so Baseball spielen, so. Bing! Okay. Auf die Wahrscheinlichkeit, bis der mal ein Pedestal-Item droppt, habe ich jetzt keine Lust mehr zu warten. Ich will lieber sicher sein und über Stacheln laufen können und so Kram. Das ist viel, viel praktischer. Weil wenn ich bedenke, was für Ebenen kommen und dass da auch Bosse kommen, die mich mit Stacheln teilweise angreifen, dann ein Item zu haben, mit dem man über Stacheln laufen kann, klingt nach einem guten Deal. Na? So. Da unten ist noch der andere Geheimraum, da müssen wir gleich mal reingucken. Ich habe ein bisschen Angst vor dem Feuer. Ah ja, ich kann ja einfach so wegmachen, das Feuer. Sehr schön. Okay, Geheimraum Nummer 2. Oh lol. Okay. Zehn Münzen doch gleich mal einsetzen. Mal gucken, wann er droppt. Ah, er droppt sehr gut. Er droppt sehr gut. Er ist sehr... Ja, das ist doch, was wir wollen. Das ist doch, was wir wollen. Sehr schön. Sehr schön. Ich bin zufrieden mit dir, mein Freund. Hast du gut gemacht. So. Das Schöne ist... Ich wollte gerade sagen... Mit dem Raum... Wird jetzt mein Dings voll. Und deswegen... Ach, ich habe die Glühbirne ja gar nicht mitgenommen. Ah, stimmt. Ich habe mich ja für dieses Item... Soll ich lieber die Glühbirne mitnehmen? Aber ich bin... Also, über Stacheln laufen klingt für mich attraktiver. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Über Stacheln laufen klingt für mich deutlich, deutlich attraktiver. Leid mir das tut. Okay, wir haben Perks gefunden. Leider.
hat es uns halt vorher nicht angezeigt, dass es Perks ist, weil das würde ich natürlich zu Mother mitnehmen. Wenn ich nochmal eine Perks-Pille finde, ist die sowas von am Start bei Mother. Das glaubt ihr gar nicht, so am Start ist die Pille. Die Fly. Oder kaputt gehen. Hauptsache, ich muss. Brauche irgendwas, um aufzuhören. Ja, gut, Geld ist weg. Das ist natürlich auch was, um aufzuhören, ne? Okay. Ja, komm, wir gehen. Wir verlassen diese Ebene. We leave this place now. Und wir können auch mal rerollen. Was bist du denn, Visage? Ich kenne den nicht. Aua, okay. Aber Ludovic scheint mir hier gerade äußerst... Aua. Effektiv zu sein. Oh mein Gott, ich habe halt keine Ahnung. What the heck war das denn? Alter, was war das denn, Verrücktes? Mask ist einfach noch da, okay. Soul Generator ist cool, aber wir könnten es rerollen und auf was Besseres hoffen. Wünscht mir Glück. Das ist jetzt besser? Das ist jetzt besser? Angel? Was ist denn da jetzt aufgetaucht? Soul Locket. Ein Soul Heart plus? Achso, Soul Hearts geben jetzt einen Permanent Stat Increase, wenn picked up. Okay, klingt doch ganz nett. Klingt doch ganz nett. Ja, sehr schön. Hat das einen Grund, dass hier manche so einen Dings haben? So einen Dings außenrum? Sind die irgendwie besonders? Oh ja, nee, so viel dazu. Na komm, wir machen es mal voll. Scheiße. Da wollte ich nicht reinlaufen. Nein, 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 nein. Nicht mein Zeug verlieren. So ist gut. So ist gut. So ist richtig gelaufen. Also fast richtig gelaufen. Mit ein bisschen Luft nach oben, aber fast richtig. Okay. Was tun wir? Also ich würde dieses Trinket tatsächlich mitnehmen. Bin ich ganz ehrlich. Das Ding ist nur, eigentlich sollte ich mir wirklich die Zeit nehmen, um nochmal Geld zu holen. Wir haben da noch zwei Herzen rumliegen. Und ich muss das... Nee, das muss ich tun. Es tut mir leid, das muss ich tun. Oh. Ja, das ging ja fix.
Wie ist denn das? Wenn ich das jetzt rerolle, kommt dann automatisch das HP ab? Oh, ich muss zweimal sprengen, okay. Aber jetzt wäre das Knochenherz weg. Das darf ich jetzt noch nicht machen. Dann hole ich ganz kurz einmal die Herzen hier zurück. Beziehungsweise, ich habe ja wieder 3 Münzen. Wir können auch hier ein Herz holen. Das ist nicht so gut. Dann holen wir uns so das Herz. Er droppt wieder kein Herz. Es ist doch... Es ist so frech, ne? Oh, Bombsack-Key zurücksetzen. Ne, 4 Schlüssel sind schon okay. Krieg ich so ein Herz zurück? Es wird nicht besser. Ich frag mich nur gerade, es müsste doch aber reichen, von hier komme ich da... Ja, ich komme einfach rüber. Ja, easy. Gut. Dann kommt jetzt der große Test. Was passiert, wenn ich diese Maschine rerolle? Kommt irgendein Random-Item oder kommt praktisch das andere Item, was ich kriegen könnte? So, diesmal habe ich auch nur ein halbes Herz verloren. Vorne habe ich irgendwie ein ganzes. Ah, lol, es kommt ein Random-Item. Ist aber cool gewesen. Den Charm nehme ich gerne mit. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Gut. Dann passt doch alles. Alles richtig gemacht, würde ich sagen, an der Stelle. Weiter geht's. So, lasst mich ganz kurz lesen. Nicht, dass ich... Ah, Mausoleum 2. Wir sind aus Jaina raus. Das wird jetzt auch eigentlich gar nicht so verkehrt. Das ist auch eigentlich gar nicht so verkehrt. Das ist auch eigentlich gar nicht so verkehrt. So wiederhole ich mich so oft. So, lasst mich ganz kurz einmal den Charm nachlesen. Aber ich meine... Ja, genau. Man wird immun zu... an so Effekten, Effektkram wie Gift, also wie sowas halt. Okay. So. Interessante Aufstellung. Gehen wir doch gleich mal für Geheimraum. Das ist doch schon mal sehr schön und direkt auch eine Einladung im Shop. Das ist direkt schon mal eine Einladung zum Shop. Was mir übrigens überhaupt nicht gefällt. Oh shit, oh shit, oh shit. Ja. Oh, lol. Cool. Aber wenn ich die jetzt einsammle... Ah, okay. Nur wenn ich ein Herz weniger habe, dann kann ich die auch einsammeln. Alles klar. Also muss ich eigentlich jetzt blaue Herzen verlieren, dass ich diesen Effekt nutzen kann, dass die mir ein Stat abgeben. Das ist ja auch wieder interessant. Aber dann kann ich... okay, mit einem halben Herz würde es funktionieren. Also wenn ich jetzt sozusagen die Bombe so setze, dass ich einmal getroffen werde, kann ich das Herz sammeln. Und holen wir ein Stat ab. Ist das dumm? Ich weiß es nicht. Ich soll es wahrscheinlich aufheben, bis ich wirklich mal getroffen werde. Und ansonsten kann ich sie zum Schluss noch mitnehmen. Oh, Junge, 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 Junge. Ich
glaube, so ist es am schlauesten. Oh, Speed up, nice. Bible Tracked. Ah, oh, was war das denn jetzt wieder? Gives you a higher chance of eternal hearts. Da laufe ich lieber über Stacheln, weil wir sind sowieso fast voll mit unserer Energie. Ach, da liegt's. Da laufe ich tatsächlich lieber über Stacheln. Nein! Nein! Nicht jetzt nochmal getroffen werden. Okay, sehr gut, sehr wichtig, sehr wichtig, sehr wichtig. Dass wir schön unsere Engelschance behalten. Oh nee, oh nee, oh nee, oh nee. Wollte gerade sagen, das soll mal jetzt die Ludovic hier. Soll mal Ludovic hier regeln. Wo sind die denn jetzt? Aha. Erwischt. So, ab jetzt kann ich rerollen und da drüben ist auch schon der Itemraum. Da haben wir auch schon den Schlüssel bekommen. Sehr praktisch. Dann gehen wir noch gleich mal zum Itemraum. Ah, ich wollte gerade sagen, irgendwas passiert hier komisches und dann habe ich es erst realisiert, was los ist. Muss kurz gucken, was dieser Jude Penn war, aber ich würde das Stachelding weiterhin mitnehmen. Tears have a chance to slow enemies. Ja, klingt auch nicht schlecht, aber das ist wieder eine andere Fliege. Ach, welche Fliege ist das denn jetzt? Das ist, glaube ich, diese, die ich vorhin, die Lost Fly, habe ich, glaube ich, vorgelesen. Best Bud. When Isaac takes damage, a white attack fly will spawn that orbits him at a similar distance to the... Ja. Na, nee, das rerollen wir. Mal gucken, was draus wird. Yo! Jetzt ist es aber wirklich die Psyfly. Oh mein Gott, ich habe so oft immer gedacht, es ist die Psyfly und dann war es einfach nicht die Psyfly. Und jetzt ist es einfach wirklich die Psyfly. Okay. Okay, jetzt noch Shop und dann ab hier. Oha. Oha! Give me that. Sehr nice. Okay, das soll auch Ludovic klären. Hier kommt keiner durch. Hier kommt keiner durch. Eieiei, ey, das ist so ekelhaft, diese Viecher, ne? Hä, wo war denn da ein Mond? Ach, da. Ah, jetzt habe ich keinen Schlüssel mehr für den Shop. Scheiße. Ach, dumm. Ein Schlüssel für den Shop brauche ich noch. Ein Schlüssel noch. Ah, ich habe nicht aufgepasst. Ein Schlüssel wäre noch eine Geschichte. Können wir nochmal einen Schlüssel? Ich würde wirklich sehr gerne in den Shop gehen. Oha. Ich würde wirklich sehr gerne in den Shop gehen. Ach, kommt schon. Ist das jetzt euer Ernst? Ich meine, wir haben noch ein paar Räume vor uns. Hä? Wie interessant. Krieg keinen Schlüssel mehr. Flip aus.
Okay, wenn ich ihn sprenge, gibt er mir Schlüssel. I hope so. Nein! Ich brauche keine Münzen, ich brauche Schlüssel. Einen. Come on, ein Schlüssel. Okay, wir haben noch Räume, wir haben noch Räume, wir haben noch Räume, wir haben noch Räume. Alles gut, wir haben noch Räume. Schlüssel! Wir haben keine Räume mehr. Scheiße. Habe ich irgendwo einen blauen Stein übersehen? Der mir ja auch einen Schlüssel geben könnte. Ich habe so viele Bomben. Oh ja, ich habe so viele Bomben. Wir müssen die Dinger sprengen noch. Vielleicht kommt da noch was raus bei. Kann der auch Schlüssel droppen? Nee, ne? Ah, Geld droppt der halt. Und ich habe die Chance wieder erhöht. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Ciao, ciao, ciao. Mist, ich hab... Oh nee, ich hab meine Schlüssel verschwendet. Leichtsinnig. Hier irgendein cooler Stein? Nee, ne? Ah, ich... Scheiße. Ah, scheiße. Ah, das war's. Nee, ich krieg keinen Schlüssel mehr. Schade. Schade. Wirklich, wirklich schade. Ich komme nicht mehr in den Shop. Lass mich rein. Kann der nicht einfach den Ding aufmachen? Mist. Nee, ich habe alles probiert. Jetzt ist vorbei. Hier noch irgendein Raum vielleicht. Oder zufällig ein Crawl Space, der sich ergütet. Nee. Ja. Well, I tried. Mehr als das kann ich leider nicht tun. Kann den noch sprengen, aber da kommt kein Schlüssel bei raus. Ach, ärgerlich. Ich hätte ihn vor allem spielen können, ich Volltrottel. Ja, was soll's. Na gut, es ist, wie es ist. Ich hätte die Maschine spielen sollen. War ja richtig dämlich. Das war ja richtig, richtig dämlich. Oh mein Gott, war das dämlich. Egal. Moin. Ah, shit, die kann ja den Quatsch machen. Ciao. Dinge sind passiert. So, ich nehme jetzt für Damage ab das Negative mit. Vorsichtig. Dann jagen wir einmal hier ein Messer rein. Und dann müssen wir noch das Herz besiegen. Aber vorher hole ich mir noch die Aufladung hier, bevor ich das vergesse. Okay. Und wir haben ja die Psyfly, die sollte regeln. Die sollte ganz gut regeln eigentlich, tatsächlich.
Können wir Ludovic einfach mal in die Mitte setzen? Sehr schön. Sehr schön. Okay, das war das. Dann geht's jetzt ab in Corps. Oh, habe ich gar nicht gesehen, dass hier plötzlich Viecher aufgetaucht sind. Ja, ab in Corps. Okay. Oh nee, es ist Curse of Darkness. Nee, okay, ich dachte, es ist Curse of Darkness. Ich wollte schon ausflippen. Gute schon mal, dass wir den Effekt haben, dass wir gegen Gift immun sind und solche Geschichten. So, jetzt brauchen wir erstmal einen Schlüssel für den Itemraum. Wait, gibt's überhaupt noch Itemraum? Nee, gibt's gar nicht mehr, oder? Ich laber Scheiße. Ja, was für Itemraum eigentlich? Eben, zwei Geheimräume gibt's und das war's. Ja, und einen Curse Room gibt's halt noch. Oh boy. Also da muss ich ja mal rein. War es leider nicht wert. Ach, weil ich den Dings noch gar nicht aufmachen kann. Ja, da war ja was. Ja, wie gesagt, zum Glück kann mir Gift nichts anhaben. Das ist sehr praktisch. Scheiße. Okay. Eine Bombe habe ich bekommen, aber ich brauche schon wieder Schlüssel. Es ist furchtbar. Es sind immer die Schlüssel. Aber ich meine, es kommt jetzt ja eh kein Shop mehr. Dann kann ich auch hier ausgeben und hoffen auf Schlüssel. Nee! Wo bin ich denn jetzt reingerannt überall? Jetzt ist mehreres passiert, was nicht so gut war. Aber wir haben einen Schlüssel. Ha, ich hoffe, der ist es wert gewesen. Nein. Shit. Der Schlüssel war ein Scheißdreck wert. Oh, Mann. Dumme Pille. Aber was hat mich da gerade erwischt? Das wüsste ich schon gerne, was mich da gerade erwischt hat. Komplett unvorbereitet weggefegt hat mich irgendwas. Irgendwas hat mich komplett weggefegt. Entweder ich bin in noch eine Bombe reingelaufen oder da war noch eine Fliege oder so. Keine Ahnung. Na, jedenfalls habe ich jetzt ein Knochenherz weniger. Stabil. Jetzt kriege ich Schlüssel. Was heißt der? Okay, aber ist gut, weil hier ist eine Truhe. Nee, was hat mich denn jetzt schon wieder getroffen? Alter, ich hatte gerade so Angst, dass der mir noch reinrennt. HP ab, nice. Okay, bin ein bisschen versöhnt. Eigentlich ist ja Sun gar nicht so effizient, ne? Wenn wir mal ehrlich sind. Eigentlich ist ja Sun gar nicht so krass effizient. Toll. Liegt da
Ja, da oben liegt ein Herz, dann gehe ich jetzt einfach so durch die Dings durch. Das kriege ich ja wieder, das Herz. Naja, das passt schon. Das Herz kriege ich ja wieder. In der Arcade liegt ja noch eins rum. Okay. Und die Plazenta haben wir ja auch noch. Habe ich ganz vergessen. Gefällt's mir gar nicht. So, da unten geht's zum Geheimraum. Da müssen wir schon nochmal runterlaufen. Ich krieg jetzt so viele Schlüssel und Mann, ist... Oh, kotzt mich so. Oh, sowas kotzt mich so böse an, ne? Ja, okay, ist cool, aber ich will auf Stacheln laufen können. Das ist am Ende echt nützlicher. Scheiße. Okay, können wir bitte... Habe ich noch ein Herz irgendwo? Nein. Ah, es wird gleich wieder weg sein. Es wird gleich weg sein. War blöd. War leider nicht sehr klug, was ich da gemacht habe. Ja, gut. Boss-Time. Boss-Time. In der Hoffnung, dass wir schön rerollen können, was gescheit's. Okay, das Gute ist, sein Gift kann mir nichts anhaben. Der macht doch irgendwie so Gift-Scheiße, ne? Oder täusche... Oh, was? Engelraum! Oh mein Gott, das hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ja, wir rollen einmal. Oder ist das Tiers ab? Ne, es könnte was deutlich Besseres kommen. Wir gucken mal, was passiert. Aber will ich vielleicht im Engelraum... Ich nehme das Tiers ab. Ich nehme das Tiers ab. Und rerolle im Engelraum, falls das Kacke ist. Machen wir es so. Ja, da wird rerollt. Ja, gut. Es hätte schlechter werden können. Insofern passt schon. Es hätte schlechter werden können. Okay. Ich hole noch kurz das letzte Herz hier. Und dann gehen wir weiter. Abflug. Da ist wieder ein Würfelraum. Ich bin halt echt ein bisschen skeptisch bei Würfelräumen mittlerweile. Muss ich gestehen. Wow, ich dachte, der rennt rein. Okay, das Schöne ist, wir können uns in den Challenge-Raum reindingsen. Nein! Noch ein Gegner hier? Okay.
Immun, ja, da sind wir drin. So, jetzt gucken wir mal, was dabei rauskommt. Okay, die Soap macht, weiß ich nicht mehr. Ich glaube, es war ein Tears Up. Tears Up, Shot Speed Up. Würde ich fast rerollen und hoffen, dass was Besseres rauskommt. Also ist nicht schlecht, aber die Möglichkeit könnte halt deutlich besser werden. Das ist das Ding. Wir werden sehen. Ja, das nützt mir jetzt leider gar nichts mehr. Wenn ich rerolle, ist das wie einsam? Hä? Geht es nur einmal? Also darf ich dann nicht mehr rausgehen? Ah, jetzt... Hä? Guck mal, es geht einfach zu. Kann ich da nochmal reinsprengen? Aha. Das ist ein Range. Okay, also ich kann immer wieder reingehen. Aber dann geht es praktisch zu. Ich verstehe. Aber ich kann mich, solange ich Bomben habe, kann ich mich immer wieder reinsprengen und kann rerollen. Und solange es nutzlos ist, kann ich es einfach liegen lassen. Oh, zu weit weg. Aber das klingt doch nach einem Deal. So, da oben ist der andere Geheimraum. Und dann geht es da wahrscheinlich auch... Ja, da geht es auch zum Boss. Wir müssen sowieso den Weg laufen. Alles gut. Okay, das ist der hier. Ich gehe jetzt noch in den Würfelraum und guck, was der ist. Weil die Schlüssel haben wir jetzt ja eh. Dann kann man es auch nutzen. Die 1. Oh, und 2 goldene Truhen. So, die 1 im Würfelraum. Rerolls all of your items. Ich könnte komplett neu werden. Weiß nicht, ob ich das will. Warum ist dann meine Psyfly weg? Ich setze eigentlich echt die meiste Hoffnung in die Psyfly, dass die mir schön die Sachen abwehrt. Keine Ahnung. Aber ich würde gerne noch einmal rerollen. Sollen wir uns noch ein bisschen wagen, hier rumzulaufen und das Ding aufzuladen? Ich denke schon. Ich denke nicht, dass wir da jetzt so viel falsch machen werden. Wenn wir noch ein bisschen rerollen versuchen. Ich meine, es sind noch 2 Räume. Zwei Räume Reroll. Okay, wir bleiben mal weiter weg und schießen einfach die Kugel dahin. Ein Raum Reroll. Ein Raum bis zum Reroll. Oha. Okay, wenn wir jetzt nochmal Münzen irgendwo finden würden, wäre es natürlich auch nicht schlecht. Muss ich nochmal sprengen, ne? Ich sehe, wie der Hase läuft. Ich sehe, wie der Hase läuft. So, was wird's jetzt?
Ich bin dumm! Perfekt. Das war ja Optimum. Wir haben noch ein Damage abbekommen. Das war ja sehr gut jetzt. Das Schöne ist, die Träne können wir dann einfach in das Viech reinsetzen, weil das ist ja meistens am gleichen Ort. Ne? Ich würde sagen, so wie wir jetzt sind, gehen wir. So wie wir jetzt sind, gehen wir. Das passt. So gehen wir. Besser wird's nicht mehr. Besser wird's nicht mehr. Wir haben noch ein Damage-Up-Trinket bekommen. Was will ich mehr? Also, ganz ehrlich, wenn's jetzt nichts wird, dann wird's nichts. So. Dann haben wir den D6 nie gewechselt. Das ist natürlich auch witzig, aber gut. Ich meine, den D6, man kann natürlich immer passive Items auch, ne? Man muss ja, man kann ihn ja wirklich als Base-Item lassen. Das ist ja schon richtig. Also er hat mir auch in diesem, er hat mir in der Ebene auch richtig viel, er hat mir die Psyfly beschert. Er hat mir einfach die Psyfly beschert. Das ist schon gut gewesen. Das ist schon gut gewesen. So, gucken wir, wie es läuft. Ich bin sehr gespannt. Das Ding, das mit Sun kann ich halt eigentlich nur für ein Knochenherz einsetzen. Wir werden sehen, was passiert. Wir werden sehen, was passiert. So, gleich mal die Träne da rein. Und ab jetzt schön aufpassen, dich nicht zu oft treffen lassen. Hey, wieso ist die Träne raus? Geh da hoch. Geh da hoch und bleib da. Mann. Irgendwas hat dafür gesorgt, dass die Träne getroffen wurde. Ich weiß nicht was. Aber die Psyfly ist so übertrieben krass. Ah shit, ich dachte, wir sind schon bei der Phase durch. Das war blöd. Das war mal eine Problemphase für mich, ne? Mittlerweile habe ich die verstanden. Bin ich auch sehr froh drum. Ach Mann, hör auf, mich zu treffen. Oh, da liegt ein Schlüssel. Das war's! Oh, yes! Bone Spurs freigeschaltet. Das sieht super eklig aus übrigens. Das war's? We did it? Eieieiei. Isaac? Damit haben wir mit Forgotten jetzt bis auf Hush alles. Hush ist halt wieder so, du musst schnell sein. Das mag ich nicht. Ein Fan von schnell sein. Wie man an der Partlänge mal wieder merkt. Hust. Ja komm, kennen wir schon. Bone Spurs has appeared in the basement. Jetzt haben wir mit Forgotten wirklich fast alles. Dabei belassen wir es auch erstmal. Na, es fehlt noch die Ecke mit Hush, aber ansonsten sind wir da soweit zufrieden. Der hat einfach... Forgotten macht so viel Spaß zu spielen. Da musste ich jetzt einfach mehr von machen. Ich weiß, es waren jetzt 3 oder 4 Parts nur Forgotten. Aber nachdem ich diesen Charakter wieder kennengelernt habe mit dem Geist und so, das ist so ein cooler Charakter. Absolut, absolut genial, den zu spielen. Danke fürs Zuschauen und tschüss.